Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es stehen 9 Spiele auf dem Plan, sie werden alle prognostiziert und wir haben wieder eine Samstagskonferenz dabei. Diesmal ja mit 5 Spielen und einer Besonderheit oder einer Neuheit mit 5 Kommentatoren, mit 5 verschiedenen Kommentatoren. Da seht ihr einmal eine Übersicht. Die Einzelspiele in der Zusammenfassung, die mache ich, Thomas, das bin ich. Und dann haben wir in der Konferenz Paul, Felix, Sascha, Max und Gregor, die sich diese Partien aufgeteilt haben. Und ja, begrüßt sie ganz herzlich in den Kommentaren. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vor allem fair bleibt. Manche kommentieren zum ersten Mal und dementsprechend seid nett, seid freundlich. Beleidigungen gegen mich und gegen die anderen natürlich werden sowieso gelöscht und Tipps können wir und die anderen Kommentatoren auch immer gebrauchen. Seid freundlich, konstruktive Kritik ist gerne gesehen. Am Freitagabend trafen der SV Sandhausen und der FC Ingolstadt aufeinander. Die Sandhäuser mit dem 2:2 in Kiel sicherlich etwas enttäuscht durch den späten Ausgleich. Ansonsten viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Los geht's mit dem Freitagabendspiel. Wenn ihr es überspringen wollt, die Timelinks findet ihr in den Kapitelmarken. Das Auftaktspiel in den 6. Spieltag zwischen Greuther Fürth und dem FC Bayern München könnte kaum klarere Vorzeichen haben. Platz 18 gegen Platz 1. Die Münchner mit einem 7:0 gegen Bochum im Rücken. Greuther Fürth verlor 2:1. Ebenfalls letzte Woche am Freitag angetreten gegen die Hertha. Bayern aber hier durchaus bemüht, gegen die kompakte Defensive durchzukommen. Hier sind wir schon eine halbe Stunde im Spiel. Lewandowski wird dann noch geblockt und Greuther Fürth bekam dann kurz vor der Pause sogar mal einen Eckball zugesprochen von der linken Seite. Und in der Mitte kommt tatsächlich auch einer von Greuther Fürth an den Ball. Davis klärt den dann. Es wurde nicht so wirklich brenzlig, aber Greuther Fürth konnte in der ersten Halbzeit gut mithalten. Und Bayern, die sich ja gegen Bochum in den ersten 15 Minuten auch schwer taten, das zog sich hier bis in die Halbzeit. Aber im zweiten Durchgang wurde dann eine andere Seite aufgezogen. Der Gäste. Goretzka mit dem Pass zu Lewandowski. Und so schnell kann es dann auch wieder gehen. 55. Minute, 1:0 für den Rekordmeister. Lewandowski trifft einfach in jedem Spiel. Wiederum 10 Minuten später. Sané mit dem starken Pass zu Davis. Den bekommt er natürlich noch. Zurück zu Leroy Sané gespielt. Der sieht in der Mitte Serge Gnabry. Lewandowski, Serge Gnabry nicht im Abseits. 0:2. Fehlte noch unter der Woche im Training. Ist dann aber noch rechtzeitig fit geworden. Das war natürlich dementsprechend die Entscheidung. Nachspielzeit nochmal. Die Bayern führt. Konnte sich hier zwar erhobenen Hauptes verabschieden, es gab aber zumindest noch das 0:3. 90. Minute, Burchard sieht auch unglücklich aus, aber unter dem Strich ist es ein ganz klares, ein hochverdientes 3:0. Die Bayern haben wirklich nur das Mindeste getan, um hier die 3 Punkte zu holen. Greuther Fürth eben qualitativ in einer ganz anderen Liga. Aber ist das ein Vorwurf? Wahrscheinlich eher nicht. So, und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur Konferenz am Samstagnachmittag. Wir haben 5 Stationen und wir wollen gar nicht lange reden, sondern schauen direkt rein. Leverkusen gegen Mainz, dort ist euer Kommentator Paul. Leverkusen auf Platz 5, punktgleich. Nur Leverkusen hat die bessere Tordifferenz. Beide Mannschaften letzte Woche gut gespielt. Mainz wird einem Unentschieden zu Hause gegen Freiburg. Leverkusen konnte auswärts 3:1 gegen Stuttgart gewinnen. Danke an dieser Stelle, Paul. Ab nach Leipzig. Gregor kommentiert dort für euch die Partie im Osten. Leimer, Mugiele, Angelino und im Tor Martinez. Aufstellung von den Herthanern. Schwolo sehen wir da schon. Und er ist auch im Tor. Schwolo. Plattenhardt, Dardai, Stark, Zefuik. Jasta, Brems,
Lewandowski, Torsort, Eckel im Kampf und vorne Belfodil und Selke. Das war es soweit von Station Nummer 2 ab in den Deutsche Bank Park Frankfurt gegen Köln. Dort für euch Felix vor Ort. Ist noch kein Dreier nach ganzen 5 Spielen. Das soll sich heute ändern gegen den ersten FC Köln. Die werden was dagegen haben. Kommen mit sehr breiter Brust hierher. Nicht zuletzt ja auch gegen dem 1:1 gegen RB Leipzig, wo sie gerade offensiv sehr vielversprechend performt haben. Das von hier aus dem Herzen von Europa. Wir springen in die Hauptstadt Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Dort begleitet euch Sascha. Guten Tag, treffen beide aufeinander. Das letzte Spiel an der Alten Försterei ging deutlich vor leeren Rängen mit 5:0 aus. Wahrscheinlich Revanche-Möglichkeit dieses Mal auf Seiten der Arminen, die sich vermutlich sehr viel vorgenommen haben für dieses Spiel. Danke Sascha für den Moment. Ab nach Sinsheim, der 5. und damit auch letzten Station. Hier kommentiert für euch der Max. Mit von Larsen, Grilic, Samaseko und Baumgartner und dann Kramaric als Zehner und Bibu als alleinige Spitze heute vorne. Dann bei Wolfsburg im Tor natürlich Kuhn-Castell, dann Rosario, Bornau, Lacroix, Mbappé und die Verteidigung. Mittelfeld macht dann Luke Bakio, Arnold, Gilavogi und natürlich der neue Mensa, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Dann genau die selbe Stellung. Die letzte Station haben wir hier zugemacht. Starten wir in Frankfurt, da rollt der Ball. Also bitte, los geht's. Nun im Anstoß, ausgeführt durch Adli. Und erstmal ein Spielaufbau von Leverkusen. Ja, wie? Dribbelt man in die Mitte rein. Jetzt geht's schneller. Adli. Leverkusen gleich erstmal mit der ersten Chance direkt. Frimpong. Auf Charles Arangis. Dem hier bei. Ein guter Distanzschütze. Zieht aber nicht ab, sondern spielt nochmal. Wirtz. Verliert den Ball gegen Boetius. Das soweit die ersten Eindrücke aus Leverkusen. Weiter geht's in Leipzig. Oh, was ein Fehlpass. Olmo kriegt ihn. Nicht gut getimed. Einfach bekommen. Und jetzt Belfodil. Fehlpass. Immer noch über die Außen, spielt jetzt lieber zurück, wieder vorne, wieder hinten, wieder vorne. Ein Hin- und Her-Einwurf jetzt für Hertha. Bisschen in den schönen blauen Trikots. Selke, nicht gut. Orban passt auf. Wir haben den ersten Treffer und zwar in Sinsheim. Da wollen wir ganz schnell rüberschalten. Ab zu Max, bitte. 13. Spielminute, World Records. Mit dem 1:0 für den VfL Wolfsburg und Luca Waldschmidt direkt mit der Torbeteiligung direkt die Vorlage zu Wout Weghorst. Jetzt das Tor. Ja, gute 4-5 ja, Leute wollen ihn vielleicht bedrängen, aber gehen nicht richtig zu Waldschmidt. Dann sieht er Weghorst Gold richtig, der den Ball dann nochmal irgendwie hoch bekommt und dann per Volley flach. Ja, ins Tor rein schiebt sozusagen. Für Baumann besteht nicht unbedingt die Chance, ihn noch zu haben. Da wird Baumann sozusagen alleine gelassen von seinen Vorderleuten. Und dann kann er halt nicht mehr viel ausrichten. Das erste Tor haben wir gesehen. Hoffen wir auch mal, dass es so weitergeht. Die nächste Station geht in Frankfurt los. Klasse Tat vom Rückhalt. Der Kölner war ja auch schon Man of the Match gegen RB Leipzig. Mit ein paar Weltklasse-Paraden. Der Mann ist momentan richtig in Form. Ja, guter Start hier nach 15 Minuten in diese Partie. Wir haben schon einen Treffer gesehen, klar irregulär, nichtsdestotrotz. Zwei Möglichkeiten auf Seiten. Und das zweite Tor auf einem parallelen Platz. Schnell nach Leipzig, dort der erste Treffer gefallen. Das aus dem Nichts.
Leipzig in den ersten, knapp 15 Minuten besser, eine Umschaltgelegenheit und das ist einfach nur klasse, wie sie das durchspielen. Selke dann auf einmal komplett frei, abseits verdächtig. Ne, kein Abseits. Und dann Gulaschi beim ersten Torschuss geschlagen. Und er hat Hertha die Führung durch Selke. So, Davy Selke trifft mal wieder gegen seinen Ex-Club, macht das 1:0 für die Hertha. Wir springen in die Hauptstadt, Union Berlin gegen Bielefeld, dort steht es noch 0:0. Union letzte Woche die Packung gegen Borussia Dortmund. Gucken, wie man sich davon erholt hat. Demgegen Arminia mit einem 0:0 gegen die TSG aus Hoffenheim, die ja auch ein Europa-League-Anwärter sind, die Hoffenheimer. Ist gut, dass man sich gegen solche Mannschaften noch gut verkauft. Aber jetzt nochmal links auf Jakob Lausen. Der spielt nochmal rein. Robin Hack ist im Strafraum, aber der wird gut abgewehrt von einem Unioner. Rice und am Ball. Weiter geht's. Taiwo Avoni. Levin Özcanali. Könnt ihr durchstecken. Taiwo Avoni dreht nochmal ab. Nico Gieselmann. Nico Gieselmann hat Platz. Dribbelt. Max Kruse. Hat den Ball. Treibt ihn nach vorne. Dribbelt sich fest. Passt nochmal zurück. Grisha Prömel. Levin Özcanali. Hat Platz. Könnte nach außen spielen. Levin Özcanali. Dribbelt sich fest. Levin Özcanali. Pass auf Max Kruse. Jetzt Nico Gieselmann. Alles klar, hier gibt's Eckball. Wir gehen einmal weiter und schauen uns das Spiel weiter in Leverkusen an. Gleich eine halbe Stunde gespielt. Und Burkhardt hat Zeit und Raum und dann kommt dieser Ball nicht an. Erneut ist Lukas Radetzky da. Und Mainz wieder im Ballbesitz. Wiedmer. Legt rechts raus für Barrero. Jetzt Burkhardt mit der Chance und mit dem Tor. 1:1. Pardon, ich glaube, es ist abseits. Es ist abseits. Da wird der Video-Referee wahrscheinlich nochmal drüber schauen. Und wir schalten zurück nach Berlin. Da ist der erste Treffer gefallen. Bitteschön, einmal bitte serviert von Sascha. Bürger ausbauen. Max Kruse mit einem kurzen Schuss links unten rein. Keine Chance für Stefan Ortega aus dieser kurzen Distanz. Das macht er richtig cool. Da sieht man all seine Routine, die er in den letzten Jahren gesammelt hat. Ganz cool spielt er den an Ortega vorbei. Es steht 1:0 für Union. Ja, 1:0 für Union Berlin. 1:0 auch für die Hertha in Leipzig führen also die Gäste. Über eine halbe Stunde mittlerweile gespielt. Und da hören wir weiterhin dem Gregor zu, bitte. Selke. Belfobil, Selke, Gulaschi. Und abseits. Wäre es auch gewesen. Ja, super Ball. Dann schon ein bisschen im Abseits gewesen. Bisschen früher und der wäre durch gewesen. Aber gut, Gulaschi hat den eh gehabt. Jetzt erstmal Freistoß Leipzig. Silber. Kriegt er den noch? Ne, der ist zu lang, geht ins Seiten aus. Einwurf. Hertha. Kurz vor der Pause wechseln wir nochmal den Standort nach Sinsheim. Dort führen die Gäste aus Wolfsburg mit 1:0. Dort hatte Wout Weghorst den Treffer des Tages bislang erzielt. Aber kann natürlich passieren. So, vielleicht passiert jetzt noch, vielleicht vor der Halbzeit. Was kommt die TSG vor der Halbzeit nochmal? Kramaric, Sipebu, Kramaric, Baumgartner, setzt sich irgendwie durch. Ja, er sieht nochmal Kaderabek. Eine Flanke wäre angebracht gewesen, aber er zieht sich eher nochmal zurück. Über sagen wir Seku. Oh, Bebu, wäre der durchgekommen. Lacroix im letzten Augenblick nochmal den Fuß reingestellt. Aber ja.
So, jetzt Brunlarsen. Jetzt muss man ein bisschen schneller hier gehen für die TSG. Auch wenn es noch erst Hälfte ist. Und bevor wir in die Halbzeit gehen, wollen wir nochmal in Frankfurt vorbeischauen. Da warten wir ja noch auf einen Treffer gegen den starken ersten FC Köln. Nehmen wir die letzten Augenblicke vor dem Pausenpfiff nochmal mit. Stuttgart scheint ihm sehr gut getan zu haben. Hat jetzt zweimal vorgelegt für Sam Lammers gegen Fenerbahce und Wolfsburg. Und jetzt gibt es nochmal einen Abschluss. Kurz vor der Pause. Der wird geblockt und jetzt könnte sich wieder sowas wie ein Gegenangriff entwickeln. Hector und Modest. Nein, der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab. Es ist sehr unterhaltsam. Bis dato noch keine Treffer, zumindest keine regulären Treffer. Wir hoffen, das ändert sich in Halbzeit 2. Ja, auf den anderen Plätzen ist ebenfalls Pause. Schauen wir doch mal gleich in der Halbzeit, was bislang passiert ist. 3 Tore bis dahin in 5 Spielen. Leverkusen-Mainz noch 0:0, ebenso wie gerade gesehen Frankfurt gegen Köln. Union Berlin führt 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Hoffenheim liegt 0:1 gegen Wolfsburg hinten. Und Leipzig liegt auch 0:1 hinten gegen die Hertha aus Berlin. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Und viel Spaß beim zweiten Durchgang. Ich hoffe mal, dass noch ein paar Tore fallen werden. Viel Spaß und weiter geht's. Zurück in der Konferenz. Wir beginnen wieder in Frankfurt. Eines von 2 Spielen, in denen noch kein Tor gefallen ist. Vielleicht aber bekommen wir ja jetzt was geboten. Also legen wir los. Felix mit Frankfurt gegen Köln. In 5 Spielen dieser Kontrahenten gab es gerade mal einen Sieg für den ersten FC Köln. Der ein oder andere dürfte sich daran noch erinnern, wenn wir hier die Chance von Marc Uth sehen. Gut aufgepasst von Dur. Das war im Dezember 2019. Ein 2:4 hier in Frankfurt. Ansonsten 2 Siege für die Eintracht und danke für den Moment und das nächste Tor in Hoffenheim hat es wieder eingeschlagen und Max wird uns erzählen, wir sehen es auch schon, was genau passiert ist. Wolfsburg führt mit 2:0 und da schauen wir uns nochmal an. Wout Weghorst hat das schöne Auge für Yannick Gerrard, der aus dem Nichts irgendwie frei vor Baumann steht. Überraschend, kann sich den Ball sogar noch ruhig annehmen. Und kann dann erstmal schön auf Baumann schießen. Also, da wird Baumann wieder allein gelassen vor seinen Vorderleuten. Und natürlich freut er sich. Ja, wird vor 4 Minuten eingewechselt, 4, 5 Minuten, macht direkt sein Tor. Also, wie man sagen, gelungener Wechsel, Herr van Bommel. Das sieht schon mal sehr gut aus für die Gäste aus Wolfsburg. Hoffenheim muss sich jetzt langsam mal zusammenreißen. Blicken wir nach Leverkusen. 2 formstarke Mannschaften treffen dort aufeinander und neutralisieren sich aktuell wohl auf hohem Niveau. Schauen wir wieder rein. Den fehlt aber bei beiden größeren Torgelegenheit das Quäntchenglück bzw. ein anderer Torwart als Radetzky im Kasten. Jetzt Adli, der Neuzugang aus Toulouse, kam für 8 Millionen Euro. Jetzt Arangis, der Chilene. Im Zusammenspiel mit Nadiem Amiri. Und dann ist es wieder zu ungenau. Ist man irgendwie mittlerweile von dieser Partie gewöhnt. Aber was macht auch Chor da? Jetzt Adli legt nochmal quer auf Wirtz. Und dann ist er da, wird geblockt und nochmal und nochmal. Und dann ist es Hand oder Abseits. Ich weiß es nicht genau. Es ist Abseits von Karim Bellarabi. Das war mal eine gute Möglichkeit für Leverkusen, allerdings müssen sie dann natürlich schneller zum Abschluss kommen. So haben sie diese Chance ein bisschen vertändelt. Hier gibt es einige Wechsel und Wechsel ist auch das Stichwort. Wir tauschen mal wieder den Spielort, gehen nach Berlin, Union führt dort mit 1:0 und Sascha führt euch durchs Spiel. Laut die zweite Chance. Max Kruse nochmal. Nochmal Max Kruse. Ryerson nochmal. Ryerson.
dribbelt sich auch fest gegen den Linksverteidiger, der. Und leider muss ich wieder unterbrechen, Sascha, wir haben den nächsten Treffer wieder in Sinsheim, aber es sieht jetzt ein bisschen spannender aus. Ja, wollte schon sagen, führt, aber man liegt noch 2-1 hinten. Aber könnte jetzt vielleicht ein Zeichen sein, kommt man jetzt hier nochmal zurück. Schön erstmal vom Baumgartner, dass er nochmal da zurückguckt. Und dann Bebu, dass er schön, da steht er natürlich zu frei. Da ärgert sich natürlich Kunkas Tepe. Hier ist es auf jeden Fall wieder richtig spannend geworden. 1-2 steht es und wir sehen in Leipzig ebenfalls ein Torunterschied. Die Gäste führen, kommt Leipzig zurück. Gregor hat ein Auge drauf. Adara, Tussol, pass auf. Umschaltgelegenheit, Belfodil. Super gespielt, Selke. Weckt nochmal ab, Belfodil, kein guter Ball. Kampel. Selke. Raus auf Serda. Sefuik. Nochmal zurück auf Serda. Sefuik jetzt im Strafraum. Belfodil. Oh, abgeblockt oder was? Abschluss? Abschluss gibt's. Kein guter Schuss. Wenn keiner mehr dran war. Gulaschi führt natürlich aus. Der Torwart macht das immer. Und da kommt der Wechsel von Leipzig. Guardiol geht. Und Davy Selke geht. Plus, nee. Leipzig tut sich aktuell sehr schwer mit dem Toreschießen. Das geht zwei Mannschaften genauso. Und zwar in Frankfurt. Frankfurt kommt aber gerade. Schauen wir drauf. Setzen. Danny da Costa. Ja, das ist sehr kompliziert, was Frankfurt hier macht. Lindström. Lindström, zweiter Pass. Einer bekommt heute nicht genug vom Tore sehen und Tore schießen. Und das ist in Sinsheim der Fall. Wir wechseln. Zeit, den Gegentreffer wieder wegstechen. Jetzt doch wieder die 2-Tore-Führung. Waldschmidt schön viel Platz, jetzt noch umgekehrt. Nicht umgekehrt. Ein kleines Beispiel wie beim 1-0. So jetzt. Dass Waldschmidt auch schon wieder Platz hatte und wieder Wout Weghorst zieht und Weghorst wieder viel Platz hat. Also die Verteidigung könnte ein Thema bei. Also die 2-Tore-Führung hier wieder hergestellt. Wir bedanken uns ganz herzlich und springen zurück nach Frankfurt. Viertelstunde knapp noch zu gehen. Im Moment sieht es nicht wirklich nach einem Sieger in dieser Partie aus. Jetzt wird's langsam zum Ping-Pong-Spiel. Wieder nach Hoffenheim, bitte. Das nächste Tor. 4-1. 74. Minute. Luca Waldschmidt macht natürlich sein Tor jetzt auch noch. Zwei Vorlagen, ein Tor bis jetzt heute. Könnte jetzt schon die Vorentscheidung, wenn sogar Entscheidung sein. 3 Tore Vorsprung jetzt, die TSG. Hat hart erwischt und macht einen Anschlusstreffer und kassiert dann innerhalb einer Viertelstunde dann wieder. Hier wurden wir also bislang mit 5 Toren verwöhnt. In Leverkusen warten wir noch auf den ersten Treffer, aber da ist noch eine Viertelstunde zu spielen, kann hier noch eine Mannschaft was reißen. Schöne weiter. Schön weitergelegt von Wiedmar, der jetzt nochmal den Ball bekommt und aber im Abseits steht. Das wäre mal eine richtig gute Möglichkeit gewesen. Das war auch nämlich richtig gut gespielt. Wiedmar hatte da die ganze Seite für sich. Aber aus der Chance wird nichts, denn er stand im Abseits. Da hält Freistoß für Leverkusen in Form von Zinkgraben. Langer Ball. Nochmal Wiedmar. Onisivo.
Vielleicht die Mainzer Chance zur Führung. Und dann machen sie es zu kompliziert. Mal wieder. Lukas Radetzky wird jetzt den Ball weit schlagen. Jetzt mal wieder Leverkusen mit einer Ballbesitzphase. Sinkroben. Paulinho. 0 zu 0 also weiter hier in Leverkusen. Leipzig liegt hinten. Sie müssen jetzt was machen, die Leipziger. Aber Hertha kommt, wie es aussieht. Serdar zurück auf Prince. Nein, doch, Tor! Tor für Hertha, 2-0 Entscheidung. 84. Minute. Und Prince höchstpersönlich macht es. Super gespielt. Da pennt die Abwehr von Leipzig und sie nutzen es einfach nur. Super aus, die Herthaner. Grausam für Leipzig. Und der Tabellenführer holt höchstwahrscheinlich 3 Punkte in Leipzig. Und gegen Leipzig, in Leipzig, das ist nicht gerade einfach. Aber nochmal Anschluss. Die letzten 6 Minuten. Das dürfte dann hier die Entscheidung in Leipzig gewesen sein. Die Hertha wird wohl 3 Punkte mitnehmen. Wie schaut es denn in Berlin aus? Schauen wir natürlich sofort drauf. Union kommt. Da ist Cedric Teuchert und mit der Entscheidung in der 87. Spielminute. Tor für die Eisernen. Cedric Teuchert entscheidet das Spiel in der 87. Minute. Klar brechen jetzt alle Dämme. Wichtige Punkte für die Unioner, die derzeit nicht so ganz in Form waren. Das 3:1 in der Conference League gegen Sparta Prag. Letzte Woche das 4:2 auswärts gegen den BVB, welches beide Spiele verloren wurden. Wichtig dieser Erfolg jetzt für die Eisernen. Cedric Teuchert macht das ganz cool. Halb hoch links. Keine Chance für Ortega aus der kurzen Distanz. Das macht er ganz cool. Cedric Teuchert, der ehemalige Schalker, macht das 2:0 und vermutlich die Entscheidung und rettet Union den Sieg, der auch gar nicht mehr so gefährdet wirkte in den letzten Minuten durch Arminia Bielefeld, die sich mehr hinten reingestellt haben, als sie versucht haben, nach vorne zu spielen. Aber vielleicht versuchen die ja nochmal was. Fabian Klos, Alessandro Schöpf, Manuel Prietl nochmal. Hier in Berlin dann die Partie auch entschieden. Wir springen nochmal nach Leverkusen. Da gab es vor wenigen Augenblicken eine richtig gute Chance. Burkhardt alleine vor Radetzky. Er scheitert aber. Und jetzt schauen wir nochmal auf die letzten Minuten. Adli. Und dann ist es wieder zu kompliziert. Und die letzte Spielminute. Es scheint jetzt anzufangen. 2 Minuten Nachspielzeit. Reguläre Spielzeit natürlich rum. Und da wäre auch schon wieder die Option gewesen, es leichter zu machen. Aber anstatt den Ball rechts drüber zu legen, machen sie es unnötig kompliziert. Leverkusen macht es hier gut, aber verliert dann auch den Ball. Und so war es das dann halt auch. Mainz spielt schon wieder 0:0. Es bleibt also in Leverkusen beim 0:0. Ist das denn in Frankfurt auch der Fall? Auf den anderen Plätzen ist bereits Schluss, die Spiele entschieden. Aber in Frankfurt, da laufen die letzten Augenblicke. Bitte nochmal aus Frankfurt. Und da haben wir ihn, den neuen Mann. Schindler. Immer noch Schindler. Das ist dann zu kompliziert. Und dann ist es auch wieder eine Abseitsposition, dieses Mal von Jonas Hector. Und auch die geht vollkommen in Ordnung. Und dann sind wir hier auch schon fast am Ende angelangt. Knapp halbe Minute noch. Köln-Tausch nochmal. Özcan kommt für Skiri. Und dann dürfte der Schiedsrichter diese Partie beenden. Genau so sieht es aus. Dann war's das. Wie schon letzte Woche in der Konferenz gibt es 2x 0:0 und wir blicken gleich auf die Ergebnisse, vorher aber die Zusammenfassungen und das soll's aus der Konferenz gewesen sein. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen aus der Bayer Arena, aus Leverkusen. In der Leverkusen auf den ersten FSV Mainz 05 trifft.
Burkhardt jetzt in einer guten Runde Gelegenheit. Müsste den Ball rechts rausspielen, tut er auch, aber nicht gut von Pongis. Da, aber der macht einen Fehler. Jetzt Lukoki wie relativ alleine durch. Der legt nochmal nach hinten auf Burkhardt. Und nochmal Chor hat viel Raum vor sich und der erste Torschuss. Aber Lukas Radetzky ist da. Der finnische Rekordtorhüter der Bundesliga mit den meisten Spielen als ausländischer Torwart. Stark gehalten. Von der Leverkusener Nummer 1. Konnte aber im Gegentreffer dann nichts mehr verhindern, dass es kein Foul wird. Und jetzt ist Adli relativ alleine durch. Relativ allein vor Zentner. Und Sonjus ist da. Ein starker Innenverteidiger, Sonjus mit sehr viel Tempo. Eigentlich ein untypischer Spieler für einen Innenverteidiger. Relativ klein und schnell. Wiedmer legt rechts raus für Barrero. Jetzt Burkhardt mit der Chance und mit dem Tor. 1-0 Mainz. Pardon, ich glaube, es ist abseits. Es ist abseits. Da wird der Video, Video-Referee wahrscheinlich nochmal drüber schauen. Aber wie man sieht, es ist ein guter Schritt. Da muss er auch nicht mehr drüber gucken. Es war die richtige Entscheidung vom Linienrichter. Mainz bis jetzt die bessere Mannschaft, aber noch nicht mit den nötigen Torchancen, um hier zu führen. Leverkusen noch gar nicht in der Partie. Auch noch keine Situation bis jetzt wirklich nach vorne gehabt. Und ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Hoffentlich fällt ein Tor. Jetzt Burkhardt mit einem schönen Doppelpass. Da hätten sie schon früher auf links rausspielen können. Jetzt Lokokwi. Und dann macht so Onisivo es zu kompliziert, aber nochmal Wiedmer und nochmal, aber Radetzky ist da. Zinkgraben. Der Niederländer jetzt mal mit der Flankengelegenheit, aber dreht ab. Diaby. Amiri. Oh, und dann passt da Arangis statt zu schießen bei dieser guten Gelegenheit lieber ins Nichts. Vielleicht kann eine der beiden Mannschaften hier nochmal was bewegen. Vielleicht Leverkusen, gutes Pressing von ihnen. Burkhardt gegen Kusunu und er verliert den Ball. Und Burkhardt jetzt auf alleinigem Wege zum Tor. Und Jonathan Burkhardt schießt den Ball am Tor vorbei. Uiuiui, da ist Leverkusen ziemlich im Glück. Hätte das 1-0 sein müssen aus Sicht der Mainzer. Und so war es das dann halt auch. Mainz spielt schon wieder 0-0. Herzlich willkommen aus Frankfurt, wo die Eintracht heute nicht nur versucht, eine formstarke Kölner Mannschaft zu schlagen, sondern eben auch den ersten Saisonsieg mal einzufahren. Bekommt viel Raum, wird nicht angegriffen. Marc Uth spielt einen super Ball und Trapp verschätzt sich. Und es steht nicht 0-1, denn die Fahne ist oben. Andre Duda trifft, aber das Tor zählt nicht, weil er hier, ja, klar im Abseits steht. Das ist ein richtig guter Ball für Lammers. Und den musst du auch erstmal so nehmen. Klar, keine Aufgabe, keine wirkliche Aufgabe für Timo Horn. Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab. Es ist sehr unterhaltsam. Bis dato noch keine Treffer, zumindest keine regulären Treffer. Wir hoffen, das ändert sich in Halbzeit 2. Vielleicht noch ganz interessant zu wissen, aus den letzten 5 Spielen dieser Kontrahenten gab es gerade mal einen Sieg für den ersten FC Köln. Der ein oder andere dürfte sich daran noch erinnern, wenn wir hier die Chance von Marc Uth sehen. Gut aufgepasst von Dur. Das war im Dezember 2019. Kamada. So. Ja. Kommt da an, der Ball in den 16er. Jedoch überhaupt kein Problem für Timo Horn. Boré, nächster Anlauf der Eintracht. Ja,
etwas zu steil gespielt für Danny da Costa. Kostic. Lammers und so. Bringt den nochmal in den 16er, da ist Rustic und wieder so und wieder geblockt. Und dann dürfte der Schiedsrichter diese Partie beenden, genauso sieht es aus. 0:0 zwischen Frankfurt und Köln. Es war nicht das erhoffte Chancen- und torreiche Spiel, aber nichtsdestotrotz haben wir hier guten Fußball gesehen. Samstag, 25.09.2021, es ist Bundesliga, es ist Union Berlin gegen Arminia Bielefeld aus der alten Försterei. Max Kruse wird diese erneut hineinbringen. Wie gesagt, kann sehr gute Standards sowie Elfmeter, Freistoß und Eckstöße. Stellt es hier erneut unter Beweis? Nein, Ortega sehr gut am Ball. Robin Knoche spielt ihn durch. Taiwo Avoni ist im Strafraum. Hat Platz. Und da ist Max Kruse und das Tor für die Eisernen. Max Kruse in der 31. Spielminute bringt er Union in Führung. Kann seine Torausbeute nun auf 2 Spiele in Folge ausbauen. Max Kruse mit einem kurzen Schuss links unten rein. Keine Chance für Stefan Ortega aus dieser kurzen Distanz. Das macht er richtig cool. Da sieht man all seine Routine, die er in den letzten Jahren gesammelt hat. Ganz cool spielt er den an Ortega vorbei. Es steht 1:0 für Union. Ganz viel Platz für Leven Özcanali. Der steht allein vom Tor. Starke Parade von Leiter. Und nochmal Avoni. Ganz stark von der Hintermannschaft der Arminen. Taiwo Avoni hat in diesem Spiel noch keinen großen Faktor gespielt. Das ist nun der erste Torschuss auf seiner Seite. Sehr interessante erste Hälfte. 1:0 der Unioner durch ein Tor durch Max Kruse in der 31. Minute. Okugawa. Bruna Okugawa gerade im Zusammenspiel. Aber jetzt wird der Ball geklärt von Gieselmann. Der schlägt ihn raus. Jetzt hat Haraguchi ganz viel Platz. Genki Haraguchi. 2-1 Situation. Spielt den Ball rein. Taiwo Avoni und stark gehalten von Stefan Ortega Moreno. Ganz starke Parade. So hält er die Arminia im Spiel. Den hätte Avoni vielleicht auch mit dem Fuß nehmen können. Kedira. Und da ist Cedric Teuchert und mit der Entscheidung in der 87. Spielminute. Tor für die Eisernen. Cedric Teuchert entscheidet das Spiel in der 87. Minute. Klar brechen jetzt alle Dämme. Wichtige Punkte für die Unioner, die derzeit nicht so ganz in Form waren. Das 3:1 in der Conference League gegen Sparta Prag. Letzte Woche das 4:2 auswärts gegen den BVB, welches beide Spiele verloren wurden. Wichtig dieser Erfolg jetzt für die Eisernen. Cedric Teuchert macht das ganz cool. Halb hoch links. Keine Chance für Ortega aus der kurzen Distanz. Das macht er ganz cool. Cedric Teuchert, der ehemalige Schalker, macht das 2:0. Und vermutlich die Entscheidung. Der Schiri pfeift ab. Union Berlin sichert sich 3 ganz wichtige Punkte gegen Arminia Bielefeld. Herzliches Willkommen hier zum 6. Spieltag der Bundesliga. Dann sehen wir hier direkt Walsch mit. Walsch besiegt direkt Wekos. Und dann ist der Treffer drin. Wout Wekos. Direkt erster Torschuss, erster Treffer. 13. Spielminute. Wout Wekos. Mit dem 1:0 für den VfL Wolfsburg. Und Luca Walsch mit direkt mit der Torbeteiligung. Direkt die Vorlage zu Wout Wekos. Jetzt das Tor. Ja, gute 4-5 Leute wollen ihn vielleicht bedrängen, aber gehen nicht richtig zu Waldschmidt. Dann sieht er Wekos Gold richtig, der den Ball dann nochmal irgendwie hoch bekommt und dann per Volley flach ins Tor rein schießt, schiebt sozusagen. Für Baumann besteht nicht unbedingt die Chance, ihn noch zu haben. Dann Kramaric auf Bebu auf Kramaric und Riesenmöglichkeit für die TSG, aber Kuhn Castells war nur mit den Fingerspitzen dran. Dass man jetzt hier genau sieht. Und Kuhn Castells rettet die Wolfsburger hier vorm 1:1. Und somit war es jetzt erstmal mit der ersten Hälfte hier. Und Wolfsburg führt mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte wieder. Einen weiteren Wechsel sehe ich gerade nicht unbedingt. Könnte sich vielleicht einer reingeschlichen haben, wer weiß.
Aber jetzt erstmal Wout Weghorst schön auf Jannik Gerhard und dann ist es plötzlich das 2-0. 50. Spielminute, Jannik Gerhard, der erst gerade vor guten 4 Minuten eingewechselt worden ist für die zweite Hälfte. Und dann steht es schon direkt 2-0. Wout Weghorst hat das schöne Auge für Jannik Gerhard, der aus dem Nichts irgendwie frei vor Baumann steht. Überraschend, kann sich den Ball sogar noch ruhig annehmen. Und kann dann erstmal schön auf Baumann schießen. Also, da wird Baumann wieder allein gelassen vor seinen Vorderleuten. Aber ja, jetzt erstmal wieder hier Baumgartner. Baumgartner auf Bebu. Tor! Tor, Anschlusstreffer für die TSG Hoffenheim. Ilas Bebu in der 62. Spielminute. Da lässt er sich jetzt erstmal schnell freuen. Die TSG, ja, wollte ich schon sagen, führt. Aber man liegt noch 2-1 hinten. Aber könnte jetzt vielleicht ein Zeichen sein, kommt man jetzt hier nochmal zurück. Schön erstmal vom Baumgartner, dass er nochmal da zurückguckt. Und dann Bebu, also schön, da steht er natürlich zu frei. Da ärgert sich natürlich Kunkas Tilt, weil die Verteidigung lässt Bebu hier alleine. Guckeback, ja, dann eine Idee. Sieht Waldschmidt, Weghorst und Tor. Und schon wieder steht Weghorst vom Tor. Da passiert's wieder. Wout Weghorst mit dem Doppelpack zum 3-1, 69. Spielminute. Ja, und dann kannst du halt den Gegentreffer wieder wegstechen. Jetzt doch wieder die 2-Tore-Führung. Waldschmidt schön viel Platz, jetzt noch umgekehrt. Nicht umgekehrt. Ein kleines Beispiel wie beim 1-0. So jetzt. Dass Waldschmidt auch schon wieder Platz hatte und wieder Wout Weghorst zieht und Weghorst wieder viel Platz hat. Also die Verteidigung könnte ein Thema bei den TSG der Woche werden. So, jetzt erstmal Lücke Bakio und Babu, Gerhard, Waldschmidt, Matcher, zieht wieder Waldschmidt, der steht vor Baumann und dann passiert der schnelle Gegenschlag schon wieder. Und dann steht es jetzt doch 4-1, 74. Minute, Luca Waldschmidt macht natürlich sein Tor jetzt auch noch. Zwei Vorlagen, ein Tor bis jetzt heute. Könnte jetzt schon die Vorentscheidung, wenn sogar Entscheidung sein. Drei Tore Vorsprung jetzt, die TSG hat hart erwischt. Und macht einen Anschlusstreffer und kassiert dann innerhalb einer Viertelstunde dann wieder zwei Gegentore. Das ist natürlich nicht so toll, was man gern sieht. Aber ne, der Schiri wollte abpfeifen und somit war es das mit dem 6. Spieltag hier. Und wir verabschieden uns hier aus Sinsheim, aus Hoffenheim. Glücklicher Sieger VfL Wolfsburg mit einem 4-2 Sieg. Am Samstag natürlich die Top-Partie. RB Leipzig gegen Hertha BSC. Selke, nicht gut. Orban passt auf. Olmo Silva jetzt mal im Strafraum. André Silva legt zurück auf Kampel. Kampel ist fast durch. Und Zefunk kriegt ihn. Jetzt vielleicht Belfodil. Na, Kampel blockt erstmal ab. Immer noch Belfodil. Belfodil, super Pass, Selke. 1-0 für Hertha, 19. Minute. Und das aus dem Nichts. Leipzig in den ersten knapp 15 Minuten besser. Eine Umschaltgelegenheit und das ist einfach nur klasse, wie sie das durchspielen. Selke dann auf einmal komplett frei. Abseits verdächtig. Nee, kein Abseits. Und dann Gulaschi beim ersten Torschuss geschlagen. Und er hat Hertha die Führung durch. Selke. Selke. Belfodil. Selke. Selke. Gulaschi. Und abseits. Wär's auch gewesen. Ja, super Ball. 19. Minute. Das Tor von Selke. Und jetzt, sag ich mal, ab in die Pause. Sefuik. Nochmal zurück auf Serdar, Sefuig jetzt im Strafraum. Belfodil
Oh, abgeblockt oder was? Abschluss? Abschluss gibt's. Kein guter Schuss. Orban klärt dann mit dem Kopf. Und wieder Prinz auf Serda. Serda zurück auf Prinz. Nein, doch, Tor! Tor für Hertha, 2-0 Entscheidung. 84. Minute. Und Prinz höchstpersönlich macht es. Super gespielt. Da pennt die Abwehr von Leipzig und sie nutzen es einfach nur. Super aus, die Herthaner. Grausam für Leipzig. Hier nochmal die Übersicht. Selke und Boateng machen das 2-0 gegen Leipzig. Und das war's mit diesem, mit dieser spannenden Partie Leipzig gegen Hertha Berlin. Topspiel am Samstagabend. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Die Gefühlslagen, sie sind sehr unterschiedlich. Die in weiß gekleideten Gastgeber, sie sind miserabel in die Saison gestartet. Und nun auch noch der BVB zu Gast. Bei Schwarz-Gelb läuft es gut. 12 Punkte nach 5 Spielen. Und hier hatten sie auch die erste sehr gute Chance. Daniel Mahlen scheitert erst an Sommer und im zweiten Versuch ist dann nochmal ein Fuß dazwischen. Es blieb also erstmal beim 0-0. Ein gutes, ein hochwertiges Topspiel. Borussia Mönchengladbach hatte ja auch dem FC Bayern hier viel Probleme bereiten können am ersten Spieltag im Borussia-Park. Zuletzt sah es gegen den FC Augsburg wieder ganz anders aus. Bei den Vogelstädtern verlor man. Hier ist es Lars Stindl, der aber am stark parierenden Gregor Kobel scheitert. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite hineingebracht. Wieder Lars Stindl mit dem guten Gedanken. Der wird relativ hoch und eine ganz gute Bananenflanke, die da entsteht. Zakaria kommt sogar auch dran. Setzt ihn etwas zu hoch an, sodass der Ball über den Kasten hinweggeht. Ging dann mit dem 0-0 erstmal in die Pause, hätten durchaus schon ein paar Tore fallen können, aber das Unentschieden ging erstmal so in Ordnung. Über eine Stunde gespielt mittlerweile, Borussia Mönchengladbach wurde noch besser. Stindl mit dem Pass zu Patrick Herrmann, das ist ein schöner Trick, geht dann mit etwas Glück doch gut. Zakaria zu Jordan Bayer. Wieder Zakaria. Gutes Auge für Herrmann, der nicht im Abseits liegt quer. Und da steht vollkommen frei Lars Stindl. 1-0 in der 65. Spielminute. Da ist auch für Kobel dann nichts mehr zu halten. Und den Dortmundern lief die Zeit davon. Player mit dem Pass zu Stindl. 2-0. Aber die Freude, sie war nur kurz vorhanden. 80. Minute, die Fahne ging hoch, ja, dann merkte es auch Lars Stindl, der Doppelpack war ihm hier nicht vergönnt und das sehen wir dann auch knapp, aber richtig entschieden. Dortmund musste jetzt nochmal aufwachen, um hier zumindest die zweite Saisonniederlage zu verhindern. Witzel, Jude Bellingham, ansatzlos. 85. Minute, bisschen aus dem Nichts, dieses 1-1. Die Gladbacher, sie waren bedient und mussten jetzt sogar noch darum zittern. Marco Reus nochmal, der Ball raus zu Meunier. Bellingham, wo ist die Lücke? Witzel findet sie. Aber er findet auch seinen Meister in Jan Sommer, der dann am Ende doch den Punkt für Gladbach festhält. Das wäre richtig bitter geworden, wenn man hier aus diesem Topspiel ohne Punkte rausgeht. Dieses 1-1 ist vollkommen in Ordnung. Damit dürften auch beide leben können. Aber Gladbach möchte logischerweise irgendwann auch mal wieder gewinnen. Das Sonntagnachmittagsspiel lautet VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. Das Ruhrstadion sehr gut besetzt. Die Schwaben, sie kommen mit einer Niederlage daher gegen Leverkusen. Bochum muss sich sowieso schütteln nach dem 7-0 gegen die Bayern. Aber sie schüttelten sich gut und es ist ausgerechnet Elvis Rexbescheid, der durch eine fehlerhafte Mauerstellung
das 1:0 begünstigte beim Spiel in der Allianz Arena. Jetzt markiert er hier mit einem guten Flachschuss ins linke untere Eck das 1:0. Aber der VfB Stuttgart, der bekam auch seine Möglichkeiten. Marmoush dribbelt da wieder ein paar Gegner aus, bekommt dann zu viel Platz, hat das gute Auge für Mangala. Der Ball kullert aber vorbei am Tor von Manuel Riemann. Und Stuttgart wurde jetzt richtig gut. Massimo, Marmoush mit der Hacke zu Endo, zurück zu Marmoush. Was für ein Auge für Borna Sosa. Und das muss es natürlich sein. 35. Minute, was eine Chance. Toller Pass von Marmoush, dann aber auch sehr gut gehalten von Manuel Riemann. Doch der VfL kam auch nochmal vor der Pause mit Pantovic über die rechte Seite. Wird da nicht richtig unter Druck gesetzt. Dafilidis, Anthony Lozia, Sebastian Polter. Dominiert dieses Spiel auch von guten Torhüterleistungen. Es war wirklich ein richtig spaßiges Spiel und der VfL Bochum war nicht mehr unter dem schlechten Eindruck des 7:0 gegen die Bayern, sondern das frühe 1:0 durch Rex Bitschei brachte ihn Kraft nach vorne zu spielen. Aber auch der VfB setzte wirklich gute Akzente. Etwas mehr als 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Die Schwaben, sie machten weiter mit Omar Marmoush. Nicht vom Ball zu trennen und wieder Mangala. Diese Kombination könnte eigentlich auch andersrum klappen. Aber Mangala, der gegen Leverkusen auch traf, schraubte hier an seinem nächsten Saisontreffer. Koulibaly mit dem langen Ball auf Sosa. Die Chancen, sie folgen quasi im Minutentakt. Endo, Mangala und jetzt hat er sein Tor. 64. Minute. Orel Mangala. Da kann auch Manuel Riemann nichts mehr machen. Doch jetzt wartet der VfL Bochum wieder auf. Lozia, Rex Bitschei, unglaublich. 2:1 für den VfL Bochum. Die Geschichte für Rex Bitschei, sie kann langsam positiv starten beim VfL. Aber der VfB hatte noch nicht genug. Massimo von Marmoush bedient. 2:2. Ein super Spiel. Allerbeste Unterhaltung am Sonntagnachmittag. Und es war ja noch nicht vorbei. Nochmal Rex Bitschei, Polter, Rex Bitschei, zurückgelegt. Lozia kommt nicht durch. Kempf schmeißt sich rein. Stuttgart bekommt es nicht geklärt. Und nochmal Rex Bitschei. Das wäre die Geschichte gewesen. Aber er trifft nur das Außennetz. Und so bleibt es beim vollkommen verdienten 2:2. Ein Spektakel zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart endet am Ende leistungsgerecht mit 2:2. Zum Abschluss des 6. Spieltags treffen der SC Freiburg und der FC Augsburg aufeinander. Die Augsburger, sie konnten jüngst gewinnen mit 1:0 gegen Gladbach. Freiburg spielte zumindest 0:0 in Mainz. Und es ging mit einem sehr guten Freistoß für Augsburg los. Eine sehr starke Position für Caligiuri, der unter Beweis gestellt hat, dass er das im Schuh hat. 23 Meter Torentfernung und Caligiuri lässt sich das nicht nehmen. Was für ein Freistoß. Ein Paukenschlag zu Beginn dieser Partie. Der senkt sich optimal. Da ist gar nichts zu halten. Ein Traum. Hafter Freistoß. Täuschte aber dann darüber hinweg, dass dieses Spiel erst kurz vor der Pause mal Fahrt aufnahm. Schade. Zu Günther und abgefälscht der Schuss von Höhler. Oxford stellt sich rein und kann Schlimmeres verhindern. Der Ball zum Eckstoß geklärt und den schauen wir uns ebenfalls an. Sehr gut getreten und er findet auch Lukas Höhler.
Dor schmeißt sich da rein. Dadurch geht der Ball dann rüber. Und es ging mit dem 0:1 von Caligiuri in die Katakomben. Freiburg schraubte aber dran, das schnellstmöglich auszugleichen. Im zweiten Durchgang brauchte es dann auch wieder einige Standardsituationen. Günther, 17 Meter Torentfernung, das ist wahrscheinlich sogar etwas zu dicht. Er probiert es trotzdem. Christian Günther, das war tatsächlich eine zu kurze Tordistanz. Geht dann deutlich rüber und senkt sich zu spät. Augsburg machte es clever, machte nicht die Anstalten auf volles Risiko Richtung 2-0 zu gehen, aber der SC Freiburg, er wurde nochmal unter Druck gesetzt. Caligiuri auf Florian Niederlechner und dann bekam sie dennoch ihr 2-0. 82. Minute die Entscheidung. Freiburg aber gab sich natürlich nicht auf. Salai, Lukas Höhler nochmal, Keitel, Salai, Haberazu, schade, 1:2, 90. Minute, der Anschlusstreffer, aber es wurde danach nicht mal mehr wirklich angepfiffen und es blieb bei dieser knappen Heimniederlage für den Sportclub und Augsburg gewinnt zum zweiten Mal in Serie. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten lasst auch gerne Tipps da in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und adios.